Unser Zeug ist gepackt und es geht los in die Wüste. Natürlich nicht die Taschen, sondern diese beiden kleinen Rucksäcke hier. Wir haben eben ein Pärchen im Taxi getroffen und das Mädel davon vertreibt diese Mochilas, also bunte Taschen von hier, international zu fairen Preisen, als eben die Leute hier vor Ort vorbekommen würden. Und ja, das ist im Prinzip gerade die Community besuchen, wo sie ihre Taschen herbeziehen. Und da sind wir eben mitgegangen. Ja. Weiter geht's nach Cabo de la Vela. Hier steigen gleich unser Kollektiv ein. Zwischen Kisten und Ziegen. Bevor es jetzt losgeht, warten wir noch irgendwas. Vielleicht, dass die Ziege wirft. Erfolgreich angekommen und ja, da wir so an der venezolanischen Grenze sind, das erste venezolanische Bier meines Lebens. Reiht sich in die Qualität der kolumbianischen Biere ein. Schließbarer Tür. Schließbaren Fenster. Und hier den Hängematten. Wenn ich die ganze Zeit filme, dann haben wir Licht. Ansonsten sieht es ein bisschen schlecht aus mit Licht. Und du mal hier hin? Seht. Kein Motor. Von hier, aus Kolumbien, aus Bogota. Ach Scheiße, es geht nicht. Eine Gabel haben wir hier. Kuchengabel. Morgens, wo werden wir abgeholt? So, da sind wir stehen geblieben. Weil irgendwie ein anderes Naturbi-Auto ist, wie wir geblieben ist. Die Gruppe ein bisschen vergrößert. Aber drei Leute mehr ins Auto, kein Problem. Und wir warten noch auf mehr Leute. Ja. Ja. Oh. Scheiß Wille, ich schmeiß.
Ja. Der muss ihn laden. Jetzt sind wir gerade am nördlichsten Punkt Südamerikas angekommen. Was die Natur hier geschaffen hat. Gesagt, auf der anderen Seite des Hauses findet man was Spannendes. Oh. Riecht doch gar nicht mal so gut hier drin. Die kleine Ziege. Gibt's Mittagessen? Und süß. Jetzt heißt das erstmal einen kleinen Mittagsschlaf machen. Das ist ein Sonnenuntergang, nicht nur bis zur Küste auf dem offiziellen Weg schon. Versuchen wir jetzt erst Mittag. Und versuchen irgendwas von der Sonne mitzunehmen. So, jetzt versuchen wir unsere Nudeln zu kochen. Mal gucken, wie das klappt. Kolumbianische Spezialitäten. Deutsche Spezialitäten. Und zum Abschluss des Tages eine Runde Cameo. And then everyone has a paper on the LinkedIn.
get in the bottle water? Yeah. Oh, I love you. Sierra de Ciudad Perdida. Sind wir in Uribe angekommen, ein bisschen schneller als auf der Hinfahrt und jetzt geht's weiter nach Riohacha. Endlich wieder im Hostel angekommen und jetzt erstmal entsandten. Und scheinbar hat die Katze mich vermisst. Ich als alter Tierfreund.